Lass mich direkt zum Anfang beten. Herr, ich danke dir dafür, dass wir heute Abend wieder hier sein dürfen. Ich danke dir für den Abend, an dem wir in dein Wort hineinschauen können. Ich danke dir für jeden, der hier dabei ist, der im Livestream dabei ist und dass wir gemeinsam noch etwas lernen können. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufsuchst für das, was in deinem Wort steht. Amen. Ja, ich möchte uns auch ganz herzlich begrüßen, sei es hier vor Ort oder auch im Livestream. Schön, dass wir alle dabei sind und gemeinsam in den Bibelabend hineingehen. Der fünfte amerikanische Präsident, James Monroe, der hat auf seinem Sterbebett 1831 als seine letzten Worte gesagt: Ich bedauere, dass ich diese Welt verlassen sollte, ohne ihn noch einmal gesehen zu haben. Ihn, also die Person, die er hier meint, ist James Madison, einer seiner besten Freunde. Und er sagt: Ich bedauere es, dass ich sterben werde, ohne meinen besten Freund noch einmal gesehen zu haben. Ich glaube, so ähnlich hat sich vielleicht auch Paulus gefühlt. Und daraufhin hat er einen Brief geschrieben, der uns als der zweite Timotheusbrief überliefert ist. Der zweite Timotheusbrief, darüber soll es in den nächsten Wochen hier im Bibelabend gehen und wir möchten uns gemeinsam diesen Brief anschauen und gucken, was Gott dort zu sagen hat. Es ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat und er ist vielleicht von besonderer Wichtigkeit im persönlichen Austausch von Paulus und Timotheus, von Paulus und einem seiner engsten Mitarbeiter, weil es die letzten Worte sind, die wir von Paulus an ihn überliefert bekommen haben. Bevor wir in den Text des zweiten Timotheusbriefs hineinsteigen, möchte ich gerne einen kurzen Überblick geben. Der Verfasser, ich habe es schon gesagt, ist Paulus. Paulus ist ein Missionar der ersten Gemeinde. Relativ kurzzeitig, nachdem Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, gab es in Israel eine Christenverfolgung. Und Paulus war einer von denen, die Christen mit Herz und Seele verfolgt haben. Sein ganzes Herzblut hat er da reingesteckt, um die Christen gefangen zu nehmen, bis Jesus ihm begegnet. Und bis Jesus ihm zeigt, dass er auf dem falschen Weg ist. Und bis Jesus sein ganzes Denken und sein ganzes Handeln verändert. Und Jesus macht ihn zu einem Nachfolger. Jesus ruft ihn in die Mission hinein und sagt ihm: Paulus, zieh aus und erzähl den Menschen außerhalb von Israel von Gott. Und Paulus geht los und unternimmt mehrere Missionsreisen und berichtet den Leuten von Jesus. Er erlitt viel Leid in dieser Zeit und er muss zwischenzeitlich auch ins Gefängnis, wird dann wieder freigelassen und kommt dann gegen Ende seines Lebens nochmal ins Gefängnis. Paulus sitzt zur Zeit der Verfassung des Briefes im Gefängnis in Rom. Er sitzt wahrscheinlich der Überlieferung nach in einem dunklen Verlies. Man sagt, er sitzt in diesem Loch, im mamertinischen Kerker. Das Licht kommt nur noch durch ein kleines Loch durch die Decke hindurch und er wartet auf seine Hinrichtung durch Enthauptung. Paulus sagt in seinem Brief in 2. Timotheus 4, Vers 10, viele haben ihn verlassen. Er ist im Gefängnis relativ alleine geblieben. Nur Lukas ist bei ihm. Aber Paulus hat eine Zuversicht. Er sagt in 2. Timotheus 4, Vers 17, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten. So wurde ich erlöst aus diesem Rachen des Löwen. Paulus sagt, alle haben mich verlassen in meinem Leben. Ich bin alleine geblieben. Nur Lukas ist bei mir. Aber es macht mir nichts, denn Gott ist auch da. Der Herr stand mir bei. Egal, was ich erlebt habe, Gott war da. Als römischer Bürger hat Paulus auf die Hinrichtung durch Enthauptung gewartet. Denn er durfte nicht den Löwen vorgeworfen werden. Er durfte nicht gekreuzigt werden. Er musste auf eine ehrenvolle Weise hingerichtet werden. Und so sollte er unter Kaiser Nero mit dem Schwert enthauptet werden. Der Tod
war so zwischen 65 und 67 nach Christus. Und kurz vorher schreibt er den Brief. Er stirbt unter Kaiser Nero, erwartet aber schon, dass er bald sterben wird. In 2. Timotheus 4 lesen wir auch, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Paulus weiß, das Ende ist nahe. Ich werde nicht mehr lange leben und deswegen schreibe ich diesen Brief, um dir, Timotheus, noch etwas weiterzugeben. Paulus will ihm eine wichtige Nachricht geben. Und dadurch sehen wir, wie ein Mensch zu Zeiten des Leidens und der Verfolgung denkt. Wie Paulus denkt, als er im Gefängnis sitzt, als er auf seinen Tod wartet, als er keine guten Umstände hat. Dann sehen wir in diesem Brief, was ihn bewegt und was ihm wirklich wichtig ist im Leben. Und ich glaube, dieser Brief kann für uns eine Hilfe sein, wenn wir Schwierigkeiten erleben. Vielleicht auch Probleme durch unseren Glauben. Paulus zeigt uns, worauf wir schauen sollten und worauf wir uns konzentrieren sollten. Der Empfänger des Briefes ist Timotheus. Timotheus ist ein jüdischstämmiger Mann aus Lystra. Er hat eine jüdische Mutter, eine jüdische gläubige Mutter und einen griechischen Vater. Und Paulus nimmt ihn bei seiner zweiten Missionsreise mit. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 16. Und so begleitet ihn Timotheus auf der zweiten Missionsreise und auch auf der dritten Missionsreise ist Timotheus später dabei. Paulus schickt Timotheus immer mal wieder in bestimmte Gebiete oder Städte, damit er dort einen Dienst für ihn ausrichtet. Das sehen wir immer wieder in der Apostelgeschichte, aber auch in verschiedenen Briefen, dass Paulus davon spricht, dass er Timotheus schickt, um dort die Gläubigen zu stärken, um dort die Gläubigen zu ermutigen. Und so sehen wir, dass Timotheus ein wichtiger und wertvoller Mitarbeiter für Paulus ist. Paulus nennt ihn sogar an einigen Stellen seinen geistlichen Sohn. Er ist nicht wirklich sein Sohn, aber Paulus nennt ihn so, weil er ihn im Glauben begleitet hat. Er hat ihn im Glauben aufwachsen sehen. Er hat ihn gestärkt. Er hat ihn durch sein Leben hindurch mit dem Glauben begleitet. Und er fühlt eine Art Verantwortung für ihn. Er ist eine Art Mentor für ihn geworden. Und er nennt ihn seinen geistlichen Sohn. Timotheus war auch ein Mitverfasser verschiedener Briefe. Er hat zum Beispiel den 2. Korintherbrief mitgeschrieben, den Kolosserbrief. Bei den beiden Thessalonicher Briefen lesen wir davon. Und auch beim Philemonbrief wird er als Mitverfasser direkt am Anfang des Briefes erwähnt. Und wir sehen auch, dass er der Empfänger von zwei persönlichen Briefen von Paulus ist. Den 1. Timotheusbrief, den haben wir uns ja in den Gottesdiensten in den letzten Monaten angeschaut. Und den 2. Timotheusbrief, den möchten wir uns jetzt an den Bibelabenden gemeinsam anschauen. Zur Zeit des 2. Timotheusbriefes ist Timotheus in Ephesus, genauso wie auch beim 1. Timotheusbrief schon. Und ja, circa 2 Jahre nachdem der 1. Brief verfasst wurde, wurde auch der 2. Brief jetzt geschrieben. Timotheus blieb noch längere Zeit in Ephesus. Er war dort sehr lange tätig, sodass der Kirchengeschichtler, der Historiker Eusebius, sagt, dass Timotheus ein Bischof von Ephesus war. Also er war eine wichtige geistliche Persönlichkeit in dieser Stadt gewesen. Er war also nicht nur irgendeiner, sondern er hat dort Gott gedient. Und er hat wahrscheinlich auch die Ratschläge, die Paulus ihm mitgegeben hat, verfolgt und umgesetzt. Timotheus war schon lange ein Mitarbeiter Christi. Er war schon circa 15 Jahre mit Paulus unterwegs. Was ist aber wichtig für einen langjährigen Mitarbeiter? Man könnte ja meinen, wenn man 15 Jahre mit Paulus unterwegs war, dann sollte man doch alles wissen. Dann sollte man doch auf alles vorbereitet sein. Aber stellt sich die Frage, wie müssen wir unseren Glauben leben als langjähriger Mitarbeiter? Was gilt es zu beachten? Das sind die Fragen, die uns der 2. Timotheusbrief beantworten möchte. Aber warum geht es jetzt ein bisschen genauer? Was ist die Botschaft, die Paulus an Timotheus weitergeben möchte? Es ist der letzte Aufruf
sich fest an die Wahrheit und das Leben zu halten, so wie Timotheus schon gelehrt worden war. Alles, was er in seinem Leben bisher von Paulus und anderen Menschen über Gott und sein Wort gelernt hat, soll er behalten. Er soll da dranbleiben. Der zentrale Vers dabei ist der Kapitel 2, Vers 15. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein rechtschaffener und untadigen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Paulus ermutigt Timotheus, dran zu bleiben. Er ermutigt Timotheus, für Gott zu leben und sich für Gott einzusetzen und das Wort Gottes anderen Menschen weiterzugeben. Und es geht hier mehr um eine persönliche Verantwortung und individuelles Verhalten innerhalb der Gemeinde, die in Ephesus aber zum Teil auch versagt hat. Paulus möchte Timotheus persönlich abholen. Es geht um ihn persönlich. Und genauso persönlich, wie es an Timotheus geht, kann es auch an uns gehen, wenn wir uns mit diesem Brief befassen. In dem Brief sehen wir einige Punkte, die Paulus anspricht. Paulus spricht sehr viel an, zum Beispiel im ersten Kapitel geht es um einen Aufruf zur Treue. Und hier kann uns die Frage begegnen, wie gehe ich mit Widerstand in meinem Dienst um? Wie lebe ich den Glauben in meinem Umfeld, auch wenn es Gott nicht folgt? Und was ist die Grundlage eines gesunden Glaubens? Paulus ruft Timotheus zur Treue auf. Danach sehen wir, wie Paulus Timotheus zum Durchhalten aufruft. Und dabei kann die Frage aufkommen, was ist der Glaube wirklich wert? Bringt der Glaube ein Leben ohne Probleme? Oder werden wir trotz Glauben Probleme in unserem Leben erfahren? Danach spricht Paulus über die Kennzeichen eines guten Arbeiters. Und wir werden sehen, was einen guten Diener Christi ausmacht. Kapitel 3 geht es um die Vorhersagen der Treulosigkeit. Paulus sagt, was die Anzeichen eines gottlosen Lebens sind. Danach spricht er über die Treue im Predigen. Und hier werden wir Antworten finden auf die Fragen, wie kann ich Kinder im Glauben erziehen? Welchen Stellenwert und welche Autorität hat eigentlich die Bibel? Ist es notwendig, das Wort Gottes zu verkündigen? Ist ein öffentlicher oder ein privater Glaube besser? Und gibt es einen Zusammenhang zwischen Dienst und Verfolgung? Paulus geht weiter. Er erinnert sich an Gottes Treue in seinen Leiden. Und dann bringt er abschließende Grüße. Wir sehen, der Brief an Timotheus ist sehr vielfältig und er beantwortet viele Fragen, die uns vielleicht in unserem Alltag begegnen können. Paulus, ein starker Charakter, er sieht die Schwierigkeiten bei Timotheus, der ein guter Mitarbeiter ist. Aber an manchen Stellen weiß er, braucht Timotheus Hilfe. Und er weiß, Timotheus lässt sich ja vielleicht auch verunsichern. Und Paulus gibt ihm genau die Hilfe, die er braucht, um treu seinen Dienst zu tun. Und wenn du wissen willst, was du brauchst, um deinen Glauben und deinen Dienst treu auszuleben und treu zu Jesus zu stehen und seinem Wort zu folgen, ohne davon abzuweichen, dann solltest du keinen Bibelabend verpassen. Dann solltest du jeden Abend dabei sein. Ob hier oder im Livestream, denn dieser Brief wird dir in deinem Leben helfen. Denn, das sehen wir auch in dem Brief, Glaube funktioniert gemeinsam statt einsam. Und um das zu sehen, möchte ich jetzt auch in den Brief einsteigen. Wir gucken uns heute die ersten 5 Verse des 2. Timotheusbrief an und wir werden sehen, dass Paulus grüßt. Wir werden sehen, dass Paulus dankt und wir werden sehen, dass Paulus gedenkt. Lass uns gemeinsam die ersten beiden Verse des 2. Timotheusbriefs lesen. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, an meinen lieben Sohn Timotheus, Gnade, Barmherzigkeit,
Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Wir sehen hier, wie Paulus grüßt. Diese Begrüßung an Timotheus ist identisch mit dem, was er schon im ersten Timotheusbrief weitergegeben hat. Paulus sieht sich von Gott in sein Amt gerufen. Das hat er sich nicht ausgedacht, das hat Jesus selbst gesagt. In Apostelgeschichte 9, Vers 15 sagt Jesus zu Hananias, als er ihn zu Paulus hinschickt: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Paulus ist also ein Gesandter Gottes. Er ist ein Apostel nach dem Willen Gottes. Und die Basis für sein Amt, das sehen wir hier auch im ersten Vers, ist die Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Er ist ein Apostel nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Es geht um das Evangelium. Es geht um das, was Jesus getan hat. Es geht darum, dass Jesus Paulus selbst begegnet ist und Paulus erlebt hat, wie diese Begegnung mit Jesus verändert. Es geht darum, dass Paulus den Menschen erzählen möchte, dass man in Jesus Leben finden kann, dass man in Jesus Frieden finden kann, dass man in Jesus Gnade finden kann. Paulus schreibt an seinen lieben Sohn Timotheus. Ich habe es erst schon gesagt, er hat ihn von Jugend an gefördert und angeleitet. Er war sein Mentor und er wünscht ihm Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Die Gnade ist das, wodurch wir leben. Die Gnade ist das, was Gott uns gibt. Es zeigt uns, dass wir abhängig sind von Gottes Vergebung und seinem Wirken. Dabei ist die Gnade kein einmaliges Ereignis. Es ist eine immer wieder neu auftretende Gnade, die wir in unserem Leben erleben können. Es ist die Gnade, dass wir Zugang zu Gott haben können. Dass wir mit Gott reden und mit ihm in eine Beziehung treten können. Und das deswegen grüßt Paulus Timotheus auch, der ein langjähriger Mitarbeiter ist und eigentlich schon genau weiß, was die Gnade Gottes ist, mit diesem Gruß und wünscht ihm diese Gnade, denn es ist das, woraus Timotheus lebt. Und auch wir brauchen Gottes Gnade immer wieder, denn Gottes Gnade vergibt, verändert und erhält alles, was wir in unserem Leben haben. Paulus grüßt ihn und wünscht ihm Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit ist Gottes Eingreifen. Gott, der zeigt, dass ihm die Menschen nicht egal sind. Gott, der zeigt, wie die Menschen in Beziehung zu ihm treten können, wie sie überhaupt auf ihn reagieren können, indem er selbst auf diese Erde kommt. Gott, der den Menschen nahe kommt und ihn erlöst. Gott, der zeigt, dass er für die Menschen sorgt, weil er sie liebt. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Und die Barmherzigkeit gibt uns die Zuversicht. Gott ist da und Gott ist erfahrbar. Egal wie unser Leben aussieht. Wir werden im 2. Timotheusbrief sehen, wie turbulent das Leben von Paulus war. Wir werden sehen, welche Schwierigkeiten Timotheus hatte. Aber über allem steht die Barmherzigkeit Gottes und die Zusage, Gott ist da und Gott kann helfen. Und Paulus wünscht ihm den Frieden. Auch der Frieden ist ein Geschenk Gottes. Es geht hier nicht um einen äußeren Frieden, denn Paulus sitzt ja selbst im Gefängnis. Er hat keinen Frieden ja nach außen hin erlebt, denn er wurde ja eingesperrt. Es geht vielmehr um einen inneren Frieden, den Paulus erlebt durch die Freiheit in Christus. Selbst im Gefängnis kann er Frieden erleben. Selbst in den Problemen, die Timotheus erlebt, kann Timotheus Frieden erleben. Und es ist egal, wie unser Leben aussieht, egal, was gerade passiert, du kannst Frieden erleben in deinem Leben. Du kannst den Frieden erleben, denn den kann Gott dir geben. Und ich denke, das braucht jeder von uns. Und diesen Frieden finden wir nur bei Gott. Paulus grüßt Timotheus und danach geht er weiter. Und wir sehen in Vers 3,
Paulus dankt. Ich lese den Vers einmal. Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Wir sehen hier zwei Aussagen, die Paulus in diesem Vers trifft. Zunächst einmal sagt er etwas über seinen Dienst und dann sagt er etwas über sein Gebet. Paulus sagt, ich danke Gott, dem ich diene. Und das zeigt ja eigentlich schon sein ganzes Leben. Paulus ist ein Diener Gottes gewesen. Er war viele Jahre für Gott unterwegs. Er hat viel getan, um Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Er hat viel in Kauf genommen. Paulus sagt aber nicht nur, ich diene Gott, sondern ich diene Gott von meinen Vorfahren her. Paulus sagt, auch meine Vorfahren haben Gott gedient. Paulus' Dienst ist entstanden aus dem, was seine Vorfahren gemacht und ihm mitgegeben haben. Es ist nicht einfach nur so entstanden. Die Vorfahren von Paulus haben ihm wahrscheinlich beigebracht, dass er Gott verehren und lieben soll. Und Paulus wollte das mit allem Eifer in seinem Leben machen. Leider hat er es ja zunächst falsch verstanden und hat die Christen verfolgt. Aber als Jesus ihm begegnet ist, ist er mit dem gleichen Eifer weitergegangen für Jesus und hat Gott geehrt mit seinem Leben. Genau wie seine Vorfahren hat er Gott gedient. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wie Menschen zum Glauben und in den Dienst hineinfinden können. Es ist der Einfluss der Vorfahren, der Eltern und der Großeltern. Es geht darum, den Glauben zu leben und Gott zu dienen. Paulus wurde beeinflusst in seinem Denken von seinen Vorfahren. Und ich denke, wir wurden auch beeinflusst von dem, wie wir aufgewachsen sind. Wir haben von anderen profitiert, wenn wir im Glauben aufgewachsen sind. Denn der Glaube funktioniert gemeinsam statt einsam. Es geht darum, gemeinsam für den Glauben einzustehen. Es geht darum, andere Menschen in den Glauben hineinzunehmen, in den Dienst hineinzunehmen. Denn wir beeinflussen andere Menschen mit dem, was wir tun. Seien es unsere Kinder, sei es unsere Gemeinde oder sei es unser Umfeld. Wir haben einen Einfluss auf sie. Haben wir aber einen Einfluss zum Glauben und zum Dienst? Oder haben wir einen Einfluss weg davon? Einer meiner Antriebe für den Dienst und den Glauben ist, andere Menschen mit hineinzunehmen. Andere Menschen zu beeinflussen, dass auch sie mit einsteigen, dass auch sie an Jesus glauben und ihm dienen. Und ich glaube, jeder von uns kann sich da selbst hinterfragen. Was will ich in meinem Glauben, in meinem Leben erreichen? Wie möchte ich andere Menschen beeinflussen? Paulus hat profitiert von seinen Vorfahren. Und er sagt hier sogar, er hat ein reines Gewissen. Ich diene mit einem reinen Gewissen. Das heißt nicht, dass er fehlerlos war, sondern er tut alles nach dem, was er verstanden hat. Und er handelt nicht bewusst gegen Gottes Vorgaben und dem, was er gelernt hat. Und das führt zu Paulus' konsequenten Dienst. Das, was er verstanden hat aus der Bibel, das, was Jesus ihm gelehrt hat, das, sagt er, habe ich eingehalten, nach meinem besten Wissen. Und diese Aussage trifft er im Rückblick auf sein ganzes Leben. Er ist jetzt ja fast 60 Jahre alt und er sagt, die ganze Zeit, die ich mit Jesus gewandelt bin, habe ich versucht, für Jesus zu leben. Und ich glaube, diese Aussage, dass er mit reinem Gewissen gedient hat, basiert auf Gottes Vergebung. Denn Paulus weiß genau, was er früher in seinem Leben war. Er weiß genau, dass er ein Christenverfolger war. Aber Paulus weiß auch genau, das lesen wir in Philipper 3, was mir Gewinn war. Das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus Jesus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit,
die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Paulus sagt, es ist egal, was früher in meinem Leben war. Es ist egal, dass ich studiert habe. Es ist egal, dass ich so eifrig unterwegs war und gemacht habe, was man von mir erwartet hat. Der Moment, als Jesus mir begegnet ist, hat alles verändert. Und alles davor vergesse ich, weil es ein Schaden war. Weil es nur um Jesus in meinem Leben geht. Und ab diesem Moment hatte Paulus die Herzenshaltung, ich gebe alles für Jesus. Und rückblickend auf die etwa 30 Jahre, die er jetzt mit Jesus unterwegs ist, sagt Paulus, ich habe alles für Jesus gegeben. Und ich habe für ihn gelebt. Paulus dankt in diesem Vers, das haben wir uns gerade eben durchgelesen, für Timotheus. Paulus dankt Gott, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet. Er dankt für Timotheus, denn Paulus sieht seinen Glauben. Paulus sieht seinen Dienst. Paulus weiß, was Timotheus alles gemacht hat. Aber Paulus weiß genauso auch, wem er zu danken hat. Obwohl Timotheus sein Sohn im Glauben ist, obwohl er Timotheus so viele Jahre begleitet hat und schon so viele Anweisungen gegeben hat, obwohl er Timotheus so viel gelehrt hat, weiß Paulus, wem der Dank gebührt. Es ist nicht sein Verdienst. Es ist Gottes Wirken im Leben des Timotheus. Es ist Gottes Gnade und Gottes Liebe, die gewirkt hat. Gott baut seine Gemeinde in der Welt. Nicht Paulus, nicht wir, sondern Gott. Und Paulus weiß ganz genau, ich bin einer von vielen unter den Gläubigen. Und Glaube funktioniert gemeinsam statt einsam. Und deswegen dankt er für Timotheus, für seinen Glauben und für seinen Dienst. Und wenn Paulus betet, dann fallen ihm die Diener Gottes ein. Und ich glaube, das ist eine gute Gewohnheit. Er sieht das ganze Werk Gottes. Er sieht nicht nur sich und seine Situation, sondern er sieht das Gebet als feste Verbindung zu Gott, für sich und auch für andere Menschen, die um ihn herum sind. Und ich glaube, das können wir uns als Gewohnheit machen. Das Gebet ist notwendig und gut. Und wir sollten nicht nur unser Leben einbeziehen, sondern die ganze Gemeinde Gottes. Die Leute, die in unserer Gemeinde aktiv sind. Die Leute, die um uns herum aktiv sind. Die generell im Werk Gottes aktiv sind. Lasst uns im Gebet Gottes Werk beachten. Und für andere Menschen danken und für andere Menschen beten. So wie Paulus es gemacht hat. Ist uns aufgefallen in diesem Vers, wann Paulus betet? Paulus sagt, er betet Tag und Nacht. Das ist hier, glaube ich, keine Floskel, die er benutzt, um einfach zu sagen, ich bete immer oder so rede ich halt. Sondern Paulus möchte sagen, immer wenn ich die Gelegenheit dazu hatte, dann habe ich die Gelegenheit ergriffen und habe zu Gott gebetet. Wenn ich gerade Pausen in meinem Dienst hatte, wenn ich gerade alleine war, das war ja im Gefängnis wahrscheinlich viele Zeit. Paulus sagt, wenn ich irgendwo unterwegs war, wenn ich in irgendeinem Zimmer saß oder wenn ich nachts aufgewacht bin, ich habe die Gelegenheit genutzt und habe zu Gott gebetet. Paulus' Denken ist, wenn ich die Möglichkeit habe, dann will ich mit Gott sprechen. Und ich glaube, das ist ein Vorbild, an dem wir uns orientieren können. Egal in welcher Situation wir uns gerade befinden, egal was wir gerade in unserem Leben machen, wenn wir die Möglichkeit haben, dann sollten wir sie ergreifen und beten. Denn dadurch können wir mit Gott reden. Dadurch können wir für uns beten. Dadurch können wir für andere Menschen beten. Und wir können mit Gott in eine Verbindung treten. Denn das Gebet ist notwendig und gut. Paulus dankt für Timotheus. Er denkt ständig an ihn und dankt für ihn im Gebet. Und dieses Denken an Timotheus, das ruft bei Paulus ein Verlangen hervor,
Er möchte Timotheus sehen, denn Glaube funktioniert gemeinsam statt einsam. Er möchte, dass Timotheus auch bei ihm ist. So lesen wir es auch in den nächsten beiden Versen, in den Versen 4 und 5. Und wir sehen, Paulus gedenkt. Und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss, auch in dir. Paulus denkt an Timotheus. Und er denkt an Timotheus' Tränen. Vielleicht denkt er an seine Tränen, weil Timotheus immer wieder Probleme in seinem Dienst erlebt. Weil Timotheus vielleicht niedergeschlagen ist. Vielleicht denkt er aber auch an die Tränen, die Timotheus bei der letzten Begegnung mit Paulus vergossen hat. Vielleicht bei seiner Gefangennahme. Wir wissen es nicht genau. Aber aus irgendeinem Grund hat Timotheus Tränen. Es geht ihm irgendetwas ans Herz. Und wenn Paulus daran denkt, dann möchte er Timotheus sehen. Dann geht es ihm wie James Monroe, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, von dem ich erst erzählt habe, der gesagt hat, ich würde am liebsten vor meinem Tod nochmal meinen engen Freund sehen. Dieses Wiedersehen, so sagt Paulus es hier, würde ihn mit Freude erfüllen. Es wäre eine Freude für ihn, weil sie gemeinsam Gott gedient haben. Denn Dienst funktioniert gemeinsam statt einsam. Sie haben über viele Jahre hinweg gemeinsam alles für den Glauben, alles für Jesus gegeben. Aber warum geht Paulus von so einer Freude aus? Was macht ihn so zuversichtlich, dass er, wenn er Timotheus sieht, mit Freude erfüllt wird? Ich denke, die Antwort finden wir im Vers 5. Ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir. Er kennt Timotheus. Er kennt seinen Glauben. Er kennt seine Ansichten und das, was er denkt. In Philipper 2, Vers 20, da schreibt Paulus über Timotheus an die Philipper, ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Paulus weiß, Timotheus ist einer, der gibt alles für Gott. Genauso wie ich alles für Gott gegeben habe. Und er glaubt das Gleiche wie ich. Er tut, was er sagt. Und er glaubt, was das Wort Gottes sagt. Und das sieht man in seinem Leben. Er hat einen ungeheuchelten, einen unverstellten Glauben. Und dieser gleiche Glaube, den Paulus und Timotheus teilen, diese Basis, die sie in Jesus haben, sie bringt die Verbindung und sie bringt die Freude, die Paulus und Timotheus haben, wenn sie sich wiedersehen. Denn der Glaube verbindet. Ich glaube, wenn ich den Glauben nicht hätte an Jesus, dann gäbe es nicht viel, was mich mit vielen von euch verbinden würde. Ich würde wahrscheinlich mit vielen von euch nichts zu tun haben. Aber Glaube verbindet. Und ich denke, der Glaube reicht aus als Basis dafür, gemeinsam für Jesus unterwegs zu sein. Es müssen da nicht noch andere viele Übereinstimmungen sein. Denn der Glaube ist die Basis für unser Leben. Der Glaube ist ausreichend, damit wir uns gemeinsam freuen können. Der Glaube ist ausreichend, damit wir gemeinsam dienen können. Damit wir gemeinsam alles für Jesus geben können. Und so ist es auch bei Paulus und Timotheus. Aber der Glaube kommt bei Timotheus nicht von ungefähr. Es ist eine Familienangelegenheit, wie bei Paulus schon. Wir sehen auch hier wieder den Grundsatz, es funktioniert gemeinsam statt einsam. Paulus hat ja im Vers 3 schon gesagt, seine Vorfahren waren auch dabei. Ich diene Gott von meinen Vorfahren her. Und bei Timotheus, so sagt Paulus es, sieht er einen gemeinsamen Nenner im Glauben bei seiner Mutter und bei seiner Großmutter. Er sagt, ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois
und in deiner Mutter Eunike. Und ich glaube, die Mutter und die Großmutter haben einen großen Anteil an dem, was aus Timotheus geworden ist. Sie haben geglaubt und sie haben den Glauben weitergegeben. Sie haben Timotheus im Glauben erzogen. Wir lesen in 2. Timotheus 3, also zwei Kapitel weiter: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Gottes Wort war in der Familie präsent. Es wurde Timotheus von Kind auf weitergegeben, was Gott eigentlich möchte. Seine Mutter, seine Großmutter, sie haben ihm den Glauben beigebracht. Und dann ist es dazu gekommen, dass Paulus irgendwann in Apostelgeschichte 16 in die Stadt von Timotheus kommt und dort einen Mann stehen sieht, der einen guten Ruf hat, der einen festen Glauben hat. Und Paulus sagt, diesen Mann, den möchte ich mitnehmen. Timotheus ist ein Mann Gottes. Dadurch, dass er geprägt wurde. Es hat also einen Sinn, Glauben in der Familie zu leben. Es hat einen Sinn, Kindern das Wort Gottes weiterzugeben. Und das ist die Aufgabe von uns Eltern. Wenn wir Kinder haben, ist es unsere Aufgabe, unseren Kindern etwas zu erzählen, was in der Bibel steht. Es ist unsere Aufgabe zu erzählen, wer Gott ist und wie sie ihn kennenlernen können. Das war schon eine Anweisung an das Volk Israel, die Gott gegeben hat. Wir lesen in 5. Mose 6, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Wir sollen immer davon reden, was Gott sagt. So heißt es in diesem Vers. Und die Israeliten sollten alles, was sie erlebt haben, alle Traditionen, die Gott ihnen mitgegeben hat, sie sollten es den Kindern einschärfen, damit auch sie Gott kennenlernen. Denn das ist der Weg, wie Menschen den Glauben finden können. Und genauso wie die Israeliten sollen auch wir unseren Glauben weitergeben. Wir sollen unser Zuhause prägen, unsere Kinder, unsere Familie. Und Gottes Wort soll dafür die Basis sein, damit die Leute, die in unserem Haus wohnen, mitbekommen, wer Gott eigentlich ist, damit sie Gott kennenlernen und zu ihm finden. Was auffällig ist, wenn man die Stellen von Timotheus liest, ist aber auch, dass eine Person oft fehlt. Eine Person wird in den Glauben nicht mit hineingenommen. Das ist der Vater von Timotheus. In Apostelgeschichte 16 lesen wir davon, dass Timotheus eine jüdische, gläubige Mutter hat und einen griechischen Vater. Und hier in dem Text, den wir uns eben angeschaut haben, da lesen wir davon, dass Paulus von dem Glauben spricht, der in seiner Großmutter wohnt und in seiner Mutter. Aber der Vater scheint zu fehlen. Vielleicht war er nicht im Glauben. Vielleicht hat die Mutter es alleine durchtragen müssen. Aber auch hier möchte ich ermutigen. Vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation, dass nur einer von euch im Glauben ist. Und du alleine vielleicht den Glauben in die Familie hineintragen musst. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du dich nicht entmutigen lässt. Dass du nicht aufgibst, sondern dranbleibst und deine Familie, deine Kinder im Glauben trägst und prägst, damit sie den Weg zu Jesus finden. Denn das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Das ist etwas, was Gott von uns möchte. Es sollte für uns darum gehen, dass unsere Kinder im Glauben aufwachsen, dass sie sehen, wie groß Gott ist, dass sie sehen, wie seine Liebe ist und was der Glaube an ihn für uns bereithält. Die Kinder sollen Gott und sein Wort in unseren Familien erleben. Und dann kommt es hoffentlich dazu, was wir in dem Vers hier lesen. Ich bin gewiss, auch in dir ist dieser Glaube, den deine Mutter und deine Großmutter gelebt haben. Es ist also unsere Aufgabe, egal wo wir sind, egal mit wem wir unterwegs sind, egal was wir gerade machen,
einen echten Glauben zu leben. Überall und in allem, was wir tun, damit alle um uns herum sehen, dass Gott ein großer Gott ist. Dass Gott ein Gott ist, der rettet. Das war Paulus Antrieb für sein Leben und seinen Dienst. Das war die Intention, warum Paulus diesen Brief an Timotheus geschrieben hat. Und ich hoffe, dass das auch unsere Motivation für unser Leben ist. Denn Glaube geht gemeinsam statt einsam. Amen.